Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute wieder mal mit einem brandneuen Fahrzeug. Und zwar, ja, nicht der Fiat Abarth 505 FF, den wir hier im Hintergrund sehen, sondern tatsächlich, ja, handelt es sich um ein neues CarPack, welches erschienen ist, wo wir im Laufe dieser Woche reingehen. Denn es ist mittlerweile Serie 26 gelandet und mit einhergehend haben wir dieses wunderschöne DLC, das Superspeed Car Pack nennt sich das Ganze. Und ja, dabei haben wir jetzt vier neue Fahrzeuge. Den Elemental RP1, den KTM Crossbow, GT2, Porsche 718 Cayman, GT4 RS sowie den Volkswagen Golf 8R. Ja, diese vier Fahrzeuge werden wir uns in den nächsten Folgen angucken. Und wir beginnen heute natürlich mit dem Porsche, wie ihr auf dem Thumbnail des Videos natürlich bereits seht. Das CarPack kostet 5 Euro, es ist nicht Teil der Premium Edition. Und ja, dementsprechend hier ein weiteres CarPack außerhalb des Autoparts und so weiter. Ich habe jetzt aber schon, glaube ich, 28 Mal erklärt, wieso ich persönlich das eine feine Sache finde. Da werde ich jetzt in der Folge nicht nochmal drauf eingehen, weil ich mir die Diskussion ein bisschen leid, ehrlicherweise. Das heißt, wir reden heute einfach mal nur über das Fahrzeug. Ich habe jetzt schon einen Kritikpunkt. Alter Schwede, okay. Wir fangen früh an. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Umrandung bei den Felgen gelb bleibt, egal welche Farbe ich nehme. Das kann ich mir irgendwie schwierig vorstellen. Ah gut, ist halt so. Ich finde den in dem Grau einfach echt am schönsten, muss ich persönlich sagen. Das finde ich einfach nice, deswegen fahren wir ihn auch so. Ich weiß gar nicht, können wir dann die Umrandung bei der Felge ändern? Oder hat das mit dem... Ne, das hängt definitiv nicht am Reifen, das ist definitiv die Felge, oder? Also Bus, come on. Da führt doch kein Weg dran vorbei. So, ich muss direkt mal rein, weil ich finde, so geht das einfach nicht. So kann ich nicht fahren. So kann ich nicht existieren. Oh nein. Nein, 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 nein. Warte mal, nicht wirklich, oder? Okay, wait. Okay, das liegt an der Felge. Wir können das aber nicht einfärben. Diesen gelben Ring. Ha. Huh. Okay, I see. Dann kriegt der Wagen später andere Felgen. Machen wir uns doch das Ganze relativ einfach. Auf jeden Fall. Porsche 718 Cayman GT4 RS. Wie ich persönlich finde, ein wunderschönes Auto. Einer der Porsche, die ich auf jeden Fall noch im Spiel haben wollte. Neben dem GT3 RS natürlich dem neuen. Und ja, deswegen sehr cool, dass der jetzt hier im Spiel ist. Ich freue mich sehr auf jeden Fall, wie gesagt, rein optisch erstmal ein wahnsinnig brutales Fahrzeug. Wir haben ja vom Cayman mittlerweile schon ein paar Modelle im Spiel, aber ich finde den Cayman auch sehr geil, deswegen habe ich da absolut nichts dagegen, aber wir haben ja, wenn wir da mal ganz kurz durchgehen, neben dem GT4 RS natürlich noch den 718 Cayman GTS, den neuen, dann den Cayman GT4 und den alten Pre-Facelift Cayman GTS, beziehungsweise ich glaube sogar, das ist eine neue Generation, aber da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das hier nun Facelift ist oder eine neue Generation. Das weiß ich aus dem Kopf gerade tatsächlich nicht. Ich kann euch grundlegend natürlich empfehlen, gerne bei Ray vorbeizuschauen. Da wird, denke ich, zu dem Auto sehr viel mehr erzählen können, als ich. Wahrscheinlich jede Schraube im Detail von diesem Wagen umdrehen. Aber ja, ich werde mich da heute ein bisschen mit dem Fahrverhalten natürlich sehr beschäftigen. Und ich habe natürlich trotzdem ein paar Daten hier rausgeschrieben zu dem Wagen. Optisch, wie gesagt, erstmal für mich persönlich ein sehr schönes Ding. Wir können hinten auch, ja, erahnen, dass da ein Motor ist. Ich weiß, viel ist es nicht, was wir sehen, aber eine Sache, die wir tatsächlich sehen, was den Cayman anders macht zum 911er, ist, dass wir hier einen Mittelmotor haben, keinen Heckmotor. Das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Und ja, wenn wir uns hier reinsetzen, sehen wir eine Sache, über die sich sehr viele Leute beschwert haben. Die haben das Lenkrad vergessen. Ich weiß, Tragödie, aber der Wagen, der Cayman hat tatsächlich eine Telepathiesteuerung. Und es ist so, du kannst ihn entweder per Telepathie steuern, also per Gedankenübertragung, oder du drückst auf das Cayman GT4 RS Logo und dann fährt das Lenkrad aus. Nein, natürlich nicht. Es gibt ein paar Leute, die sich darüber beschwert haben, dass dieser Wagen hier als Rechtslenker ins Spiel gebracht wurde. Ja. Ich persönlich frage mich, warum. Also nicht, wieso wurde er als Rechtslenker ins Spiel gebracht. Ich frage mich, warum sich das so darüber beschwert wird. Weil am Ende des Tages die meisten Leute spielen Horizon in der Third Person. Und selbst wenn du in der First Person bist, mein Gott, das kriegst du doch mal hin für ein Auto, dass du auf der rechten Seite unterwegs bist. Das sollte doch, würde ich persönlich sagen, machbar sein.
Aber gut. Interieur an sich sehr, sehr schick auf jeden Fall. Mir gefallen nur die weißen Sitze nicht. Aber ich denke, die kann man auch in einer anderen Farbe, in einem anderen Material eventuell sich ranholen. Weil das ist das Einzige so. Du hast ja dieses super dunkle Interieur. Und dann die weißen Sitze, das passt, finde ich, optisch einfach nicht. Aber gut. Wir starten ihn mal. Das klingt nice. Wir fahren mal wieder mit dem GTV RS. Und wie gesagt, ein paar Sachen kann ich euch hier natürlich zu... Ja, dieses wirklich Top-of-the-Line-Modell erzählen. Beziehungsweise bevor wir darauf eingehen, erstmal ganz kurz. Was wird denn in Serie 26 noch so alles auf uns zukommen? Ja, es gibt ein paar Fahrzeuge. Der Nissan Suro, den werdet ihr nächste Woche auf jeden Fall sehen. Da wird es die Folge zugeben. Dann den Myers Mank 2.0. Ein Elektro. Buggy, by the way, hier steht zwar dran, dass der Subaru WRX exklusiv ist. Das ist aber nicht korrekt, das ist ein Fehler. Es wird als, ja, Wiedergutmachung, und ich denke auch, weil das eigentlich anders geplant war, wird es nächste Woche dann für alle geschenkt einen Cadillac CT5 wie Blackwing geben. Weiterhin kriegen wir dann noch den Ford Bronco Raptor, auch ein sehr cooles Fahrzeug natürlich, und den Porsche 356 SL G-Münd Coupé, der auch so Ryzen 4 zurückkehrt. In Serie 27 haben wir dann amerikanische Fahrzeuge, die im Fokus stehen, was auch eine sehr feine Sache auf jeden Fall ist, wie ich persönlich finde. Alter Schreiter, ich habe auch meine Kopfhörer noch ein bisschen laut eventuell. Ja, der GT4 RS ist natürlich ein Wagen, wo ich erstmal sagen muss, ich hätte den auch super gerne im neuen Motorsport. Ich hoffe wirklich, er kommt rein, weil das ist echt ein Auto. Halleluja, der gehört auf eine Rennstrecke. Aber erstmal... Kommen vielleicht ein paar Eckdaten. Wir haben mit dem 2022er Porsche Cayman GT4 RS. Unter der Haube steckt ein 4,0 Liter Flat 6, also ein Sechszylinder Boxermotor. Und zwar nicht nur irgendeiner. Nein, es handelt sich hierbei um den Sechszylinder Boxer aus dem 992 GT3, den wir ja auch mittlerweile im Spiel haben. Ja, tatsächlich. Also, das ist durchaus ein sehr potentes Aggregat, was wir hier unter der Haube haben. Wir kommen dementsprechend auf 500 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment. Bisschen weniger als der GT3. Das Leergewicht liegt bei knapp unter 1,5 Tonnen. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 3,4 Sekunden. Die Topspeed ist bei 315 km/h erreicht. Eine Sache, die sehr besonders ist, um eben noch ein bisschen Gewicht einzusparen beim GT4, ist, dass die Logos, die wir sehen, tatsächlich Aufkleber sind. Ja, das sind keine Metallobjekte oder so. Nein, das sind einfach Aufkleber, damit man da einfach ein bisschen Gewicht sparen kann. Es gibt natürlich ein paar weitere Sachen, wo Gewicht reduziert wurde, aber auf jeden Fall, das ist eine sehr coole Sache, wie ich finde, dass Porsche sich da wirklich alles ausdenkt, was man machen kann, um den Wagen hier leicht zu machen. Was ja die Philosophie ist, die Porsche bei ihren Fahrzeugen, gerade auch bei ihren Rennwagen, und das ist ja schon ein Rennwagen für die Straße, wenn wir ehrlich sind, das ist ja so die Philosophie, mit der Porsche erfolgreich war, muss man an der Stelle ja sagen. Also das freut mich auf jeden Fall sehr, dass man sich hierbei auch Gedanken natürlich gemacht hat. Weiterhin haben wir natürlich einiges an Aerodynamik, wir haben Diffuser, wir haben Heckflügel, wir haben an der Front natürlich nochmal ein bisschen was. Insgesamt erzeugt dieser Wagen 25% mehr Downforce als der normale Cayman GT4. Bei welcher Geschwindigkeit? Da wissen die Götter. Aber wahrscheinlich... Ja, proportional wird das sich relativ ähnlich halten, kann ich mir jetzt vorstellen, auch wenn es da wahrscheinlich die ein oder andere minimale Varianz geben wird. Auf jeden Fall, Fahrverhalten bin ich tatsächlich sehr gespannt auf die Teststrecke, weil der Wagen hat nur 30 Li mehr als der normale Cayman GT4, und bei dem, was der Wagen hier alles besser machen soll, sind 30 Li mehr, finde ich, ein bisschen wenig. Also ich bin mal sehr gespannt. Wir sind ja den normalen Cayman GT4 jetzt auch noch nicht ausgefahren im Spiel. Ich denke mal, das werden wir dann noch machen. Vielleicht machen wir auch einfach eine Side-by-Side-Folge mit dem Cayman GT4 und vielleicht dem 718 oder so. Oder nehmen wir den 600 LT von McLaren oder so nebenbei noch her. Irgendwas in die Richtung, keine Ahnung, oder 75S. Irgendwann in die Richtung potenziell, aber den normalen GT4 werden wir auf jeden Fall auch noch in der LP-Folge ausfahren. Wäre natürlich grundlegend geil gewesen, wenn ich das Ganze vor der Folge hier noch hätte machen können, aber
Ich hatte so ein paar Komplikationen mit Forza Horizon 5, was in mehreren Spielneuinstallationen, drei halben Nervzusammenbrüchen und eventuell fast einer Windows-Neuaufsetzung resultiert hat. Deswegen hat das jetzt ein bisschen gedauert normalerweise. Gut, das Grafik war eher noch nicht draußen. Am Dienstag, also es war schon released, aber die Fahrzeuge waren noch nicht verfügbar. Aber nein, sonst wäre ja normalerweise am Mittwoch da die Folge schon gekommen. Und heute wäre Folge 450 erschienen. Das wird dann allerdings erst am Sonntag passieren. Morgen wird es dann noch die Folge mit dem VW Golf geben. Ja, morgen wird es wieder keine Multiplayer-Folge geben. Das hat nichts irgendwie. Das hat jetzt keine dramatischen Gründe oder so, sondern ja, Ray war einfach die letzten paar Wochen nicht in Deutschland oder ausgenockt durch Krankheiten oder so. Und ja, deswegen hat uns da ein bisschen was nachholen müssen an Aufnahmen. Das heißt, wir haben diese Woche jetzt eben Multiplayer nochmal ausfallen lassen. Und nächste Woche wird es dann aber hoffentlich wie gewohnt weitergehen. Das wäre auf jeden Fall der Plan. Ja. Ich finde es schön, wenn die Fahrzeuge auch zwei Reifen über die Linie fahren. Das ist immer eine Sache, die man ganz gerne sieht. Da weiß man immer noch, man spielt Forza Horizon 5. Jetzt werden wir auf jeden Fall den Gaming Gear 4S nehmen, ihn über die Teststrecke jagen und mal schauen, wie sich der über Cayman da so anstellt. Damit steht der GT4 RS an der Startlinie und fährt hier los. Ja, schafft den Sprint von Lord of Thunder dann auch knapp in diesen 3,4 Sekunden. Ein bisschen schneller ist er. Ja, da gibt es ja im Forza immer ab und zu mal Streuung nach oben und nach unten. Da ist die Fahrzeuge exakt. Die Angabe treffen passiert ja relativ selten. Man merkt, finde ich, direkt, dass wir hier einen Porsche RS fahren. Also das ist wirklich, wirklich krass einfach. Du fährst diesen Wagen und merkst zwar noch, ja, es ist ein Straßenwagen, aber von dem Rennwagen sind wir jetzt gar nicht so dramatisch weit weg am Ende des Tages. Also das ist schon sehr, sehr crazy einfach nur. Also da, es macht immer wieder Spaß, einen RS über die Teststrecke zu fahren. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und ich finde, er fährt sich super ausgeglichen. Er fährt sich fast angenehmer als so mancher, oder nicht nur fast, er fährt sich angenehmer als so mancher 911er, den wir ausgefahren sind, weil er einfach sehr ausbalanciert ist durch den Mittelmotor. Der 911er natürlich mit Heckmotor ganz gerne mal ein bisschen mehr am Untersteuern, aber der GT4 RS packt das hier deutlich besser. Und ich bin sehr tatsächlich darüber überrascht, dass er auch in den sehr schnellen Kurven kaum wirklich untersteuert. Also zwar ein bisschen natürlich, klar, aber jetzt nicht so extrem. Also wir haben jetzt hier beispielsweise jede Kurve relativ easy flat out nehmen können auf der langen Gegengeraden. Das ist schon was, etwas, was in der S1-Klasse nicht viele Autos schaffen, muss man ganz eindeutig sagen. Das sind in Reva schon die extremen S2-Fahrzeuge, die das erst wieder können. Wir sehen auch hier, also die Bremsleistung gefällt mir auch super, super gut. Die Bremse an sich fühlt sich extrem smooth auch an. Also ich glaube, das ist wirklich eine der besten Bremsanlagen, die ich in einem Auto bisher gesehen habe, weil die Bremsleistung an sich ist sehr, sehr stark, aber gleichzeitig ist er dabei auch absolut null aggressiv. Also du merkst wirklich instant, wo das Limit ist, ja, aber das Limit ist sehr, sehr weit in der Ferne. Also da kann man wirklich einiges auf der Bremse machen, definitiv. Auch das Getriebe gefällt mir sehr gut, aber ja, insgesamt in der Kurvenlage holt er mich schon insane gut ab. Also definitiv einer der ausbalanciertesten Wagen, die wir auf der Teststrecke bisher hatten, würde ich persönlich sagen. Er kommt mit 282 km/h dann über die Ziellinie. Er setzt eine Zeit von 2:20.957 und ist damit relativ on par mit dem Ferrari J50, die Dodge Viper ACR. Gut, das ist eine sehr alte Zeit, muss man sagen. Ebenfalls sehr nah dran. Definitiv der Lamborghini Huracan, Challenger, Hellcat, Andi Motorsport sind eine Sekunde hinten dran. Und ja, wir sehen tatsächlich auch den GT3 RS 991.2, welcher zwar dann schon 1,4 Sekunden schneller ist, und auch der 992 GT3 1,6 Sekunden schneller. Ich glaube, das war tatsächlich relativ erwartbar, dass da die GT3-Modelle von Porsche doch einfach nochmal eine kleine Nummer krasser sind, auf jeden Fall. Der Cayman aber auf jeden Fall definitiv ein sehr krasser Wagen, muss ich an der Stelle ganz eindeutig sagen. Ich bin zwar der Meinung, er sollte eigentlich im Spiel noch ein bisschen schneller sein tatsächlich, also keine Ahnung, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen,
dass er so extrem weit hinter dem GT3 hängt, wobei auf der anderen Seite der GT3 natürlich schon eine sehr krasse Maschine ist, aber das ist der GT4 RS halt genauso. Aber nein, wie gesagt, das Einlenkverhalten ist sehr gut auf jeden Fall. Untersteuern hat er sehr wenig am Ende des Tages. Er ist super balanciert. Auch auf der Bremse vor allem. Das hat mich sehr krass abgeholt. Durchzug auf der Geraden ist nicht schlecht. Wir haben auch gesehen, 280 km/h auf der Ziellinie ist für 850er Li sehr, sehr schön, definitiv. Also ja, das ist rundum einfach ein wahnsinnig guter Wagen, muss ich an der Stelle sagen. Wir gehen dann ins Tuning, gucken, was wir überhaupt so rausholen dürfen aus diesem Auto. Ich habe Aerodynamik-Teile gesehen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Sorge. Wir können Motorswap machen auf den GT2 RS-Motor natürlich. Machen wir aber nicht. Wir können Allrad einbauen, wenn wir wollen. Ah, ich hatte gehofft, wir können ihn Kompressor aufladen. Schade. Das wäre schön gewesen. Okay. Das geht sogar, finde ich. Das finde ich ist fein, wenn man das wirklich machen möchte. So einfach eine Flap links, eine Flap rechts. Sie könnte für meinen Geschmack ein bisschen kleiner sein. Aber wir haben auch hier einstellbare Aero, wie wir sehen, serienmäßig. Aber an sich, wenn man jetzt der Meinung ist, man braucht mehr Downforce vorne, dann ist das okay. Also wäre für mich jetzt nicht irgendwie komplett abwegig. Und ich denke auch, je nachdem, wie das im Tuning später aussieht, wenn ich merke, ich brauche mehr Aero vorne, dann werden wir das draufziehen. Jetzt wird es kriminell, muss man ehrlicherweise sagen. Aber auch der Serienheckflügel ist einstellbar. Deswegen machen wir das mal nicht. Wir haben Semi-Sticks bereits drauf. Okay, wir könnten ihm Voll-Sticks natürlich geben. Machen wir jetzt an der Stelle aber mal nicht. Wir haben 245er nur vorne. Wow. Okay. Gehen wir auf 265er auf jeden Fall. Dann kriegen wir nochmal ein schöneres Einlenkverhalten. Die Spur holen wir noch einen Tacken raus natürlich. Felgen ändern wir. Wobei, ich werde die Lackierung nicht ändern. Können wir die Felgen auch jetzt schon machen. Aber ja, okay. Dann verstehe ich aber wirklich nicht, wieso wir diesen gelben Ring nicht einfärben können. Oder habe ich das übersehen? Nee, ich hab hier sogar die ganze Felge versucht einzufärben. Also ich kann das eigentlich gar nicht übersehen haben. Weil wenn ich da draufklicke, dann ändere ich ja alles. Wir können ja einfach mal, warte mal, Felge 1. Nein, das ist ja das Hauptmaterial logischerweise. Farbgruppe 2. Auch nicht. Farbgruppe 3. Nein. Ja, Innenseite ist die Innenseite logischerweise. Ja, und Felgenhorn wird es ja genauso wenig sein. Ne, okay, das ergibt wenig Sinn tatsächlich, dass wir das nicht ändern können. Aber gut, so sei es. So sei es. Dann werden wir, wie gesagt, jetzt einfach andere Felgen draufziehen und die dann auch einfach in Carbon-Optik halten. Und ich, ja, nee, ich glaube, wir finden noch was Schöneres eventuell. Ich hätte sie auch einfach vorher schon einfärben können. Das wäre vielleicht ganz smart gewesen. Obwohl wir hier in Porsche fahren. Die Reflexion von der Felge auf den Bremsen. Der Schatten hat mich gerade sehr verwirrt, bin ich ehrlich. Holy shit, hat das gerade in meinem Kopf gar nicht funktioniert, was da passiert ist. Okay. Ja, was nehmen wir denn? Die sind, glaube ich, gar nicht schlecht. Die gehen auch so ein bisschen in die Porsche-Richtung. Wir machen die jetzt mal prophylaktisch drauf. Und gucken mal, wie die aussehen, wenn wir sie auch in Carbon einfärben. So, wir nehmen natürlich ein Renngetriebe mit. Wir dürfen 7-Gang haben, oder? Ja, 7-Gang-Getriebe, genau. PDK natürlich. Soweit ich jetzt weiß. Das sind keine Renn... Wow, okay, krass. Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Rennbremsen sind. Holy shit. Ja, okay, Rennfahrwerk ist klar. Überrollkäfig. Oh, wir haben keinen optischen Überrollkäfig, weil wir hier natürlich hinten schon einen haben. Okay. Dann können wir damit die Gewichtsverteilung noch mal ein bisschen mehr in unsere Richtung stimmen. Und wir können vom Gewicht selber dann noch sogar auf 1,3 oder 1,2 Tonnen runtergehen. Und wenn wir mal ehrlich sind, 1,2 Tonnen wäre einfach nur unvernünftig.
Das sollte man ja in der Grundlage nicht machen. Ja, und ich denke aber 540 PS ist dann auch schon genug. Es soll ja immer noch ein Cayman sein, auch wenn sich das bei dem Wagen nur so halb umgesprochen hat. Und er es wirklich mit der halben 911er-Reihe aufnimmt. Am Ende des Tages ist es immer noch ein Cayman. Wir gucken jetzt trotzdem mal nach Designs kurz. Auch wenn ich da nicht denke, dass wir irgendwas drauf machen werden. Ja, das sind halt die Designs, holy shit. Ja, nee, ich denke mal. Wir belassen es dabei. Was mich jetzt nur interessieren würde, wir haben nur eine Farbgruppe. Okay, ja gut, aber ich kann quasi, wenn ich möchte, das hier einfärben. Und kann dann die Haube einfach Carbon machen. Okay, ja, das ergibt Sinn. Wir machen jetzt die Felgen auf jeden Fall in Carbon. Weil ich finde, das steht im Wagen einfach. Ihr wisst ja, ich bin grundlegend eher der Fan davon, die Felgen hell zu machen. Aber ich finde, bei ihm passt das ganz gut. Und ich würde tatsächlich dann auch die Bremsbeläge in einem etwas dunkleren Grau halten. Naja, die Felgen passen mir nicht. Da müssen wir nochmal rein. Die sind in der Form tatsächlich nicht schön, finde ich. Ich dachte, die sehen geiler aus. Weil die jetzt auch ein bisschen in die Porsche-Richtung gehen. Aber ne, irgendwie nicht so. Wir finden es, ja, geil. Ne, wir finden safe irgendwas Schönes noch kommen, oder? Da führt doch kein Weg dran vorbei. Das ist doch unausweichlich. Es ist im Übrigen schlimm, dass ich das hier jetzt irgendwie kaum erkenne, was die Felge ist. Oh. Ja, ne, irgendwie nicht. Ja, was tut man nur? OZ geht doch grundlegend immer bei einem Porsche, oder? Ja, scheinbar nicht. Wir sind wieder mal bei einer dieser Folgen 20 Minuten bisher getan, noch nicht einmal getuned ausgefahren. Warum ist das so schwer, jetzt für den Wagen Felgen zu finden? Wörsteiner, komm. Wenn nicht hier, wo dann? Ja, irgendwie auch nicht, ne? Eieieiei. Leute, Leute. Work, komm. Die letzte Hoffnung. Die letzte Hoffnung für uns. Steht. Ach komm. Ah, der V1 ist halt wild. Also die gehen teilweise auf Auto schon drauf, aber das muss schon perfekt passen, damit die drauf passen, finde ich. Oh. Oh. Irgendwie doch, oder? Irgendwie schon, finde ich. Ja, doch. Machen wir. Haben wir endlich Felgen gefunden. 25 Minuten schon in der Folge, ungefähr. Jetzt haben wir sie. Endlich. So, darf aber gerne noch mal solide 3 cm tiefer. Würde ich jetzt mal sagen. Der lag eindeutig zu hoch. Also da. Das ist ja ein Cayman GT4 RS, ne? Das ist kein Bus. Halleluja. Ich glaube, ich habe ein Monster erschaffen, aber es ist okay. Der darf das. Es sei ihm gewährt. Ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt tatsächlich ja schon länger, glaube ich, nichts Neues von Porsche mehr bekommen. Sofern ich mich recht erinnere. Ich glaube sogar, dass. Warte, was war das letzte von Porsche? Was wir da gekriegt haben.
Nein, hier nicht. Könnte das nicht sogar der Moby Dick gewesen sein? Ja, Moby Dick und Mission R, glaube ich. Ich glaube, das waren die letzten beiden neuen Porsche. Das ist schon ein paar Tage her, auf jeden Fall. Die ins Spiel gekommen sind. Ich hoffe ja, dass wir noch mal, dass wir irgendwie noch so ein Update bekommen, wo wir dann den 992 Turbo S und den 992 GT3 RS bekommen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die GT3 RS eventuell im Motorsport im Nordschleifen-Update kommen wird und dann vielleicht im gleichen Monat auch in Horizon. Wäre eine Sache, die ich mir, wie gesagt, vorstellen könnte auf jeden Fall. Beim Turbo S, ganz ehrlich, ich glaube fast nicht mehr, dass er reinkommt. Das ist ein super geiles Fahrzeug, aber ich glaube einfach, wenn Player Games den im Spiel haben wollen würde, dann wäre der schon lange drin, weil der Turbo S, der wurde ja vorgestellt vor 2 Jahren oder so. Also das ist echt schon mittlerweile ein bisschen her. Wie gesagt, so 2, 3 Jahre. Und dadurch, dass Turn 10 bzw. Player Games und Porsche ja echt so eine Partnerschaft haben, also wir haben ja ein beeindruckendes Line-Up von Porsche auf dem Spiel. Das ist jetzt nicht nur eine Partnerschaft, die auf dem Papier passiert. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es wirklich einfach so ist, am Ende des Tages, dass der einfach nicht kommen wird, weil wenn sie gewollt hätten, wäre er schon drin, bin ich mir sehr sicher. Ist ein bisschen schade, weil ich finde die Turbo vom, also die Turbo-Modelle vom 911 sind halt nochmal was Eigenes. So der GT3, GT3 RS, GT2 RS und so, ja, das sind sehr sportliche Modelle auf jeden Fall. Der Turbo geht ja schon so ein bisschen mehr in die GT-Richtung. Das ist halt, das hast du beim 911 sonst nicht wirklich. Also für mich, wie gesagt, wäre das auf jeden Fall ein cooles, sehr, sehr cooles Fahrzeug. Garantiert. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall für die Klasse, für die Geschwindigkeiten, die wir hier jetzt haben, brauchen wir auf jeden Fall mehr Aero vorne. Dass wir nochmal schöner um die Kurven rumkommen, weil jetzt kommen wir auch in Geschwindigkeiten von über 300 km/h und da wird das Untersteuern, denke ich, dann schon teilweise sehr heavy sein. Zumal wir jetzt natürlich auch weniger Gewicht haben, was mal nach unten drückt, also eigentlich bräuchten wir rein von der Logik her schon mehr Downforce auf jeden Fall. Aber bisher funktioniert es doch einigermaßen. Auf der Strecke hier zumindest. Aber ja, wir sehen, wir erreichen jetzt die 300. Klar, das ist nicht 300 in der Kurve, aber es gibt natürlich schon Strecken in Horizon, die sehr, sehr schnelle Abschnitte dahingehend haben, natürlich. Gib Gas. Mach Platz für den richtigen GDPRS, der hier nicht mit Forza Aero rumfahren muss. Ich kriege da auch ohnehin. Aber wie gesagt, ich finde es nice, dass wir hier jetzt mal vernünftig aussehende Forza Aero vorne haben. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Es wird natürlich auch dann, eine Sache kann ich noch sagen, in den nächsten Wochen wird es natürlich eine Drift-Folge geben. Und da werden wir uns dann die neue Drift-Cam anschauen, die ja im Spiel jetzt ist. Die ich zwar jetzt vom reinen Sehen her nicht so geil finde und ich mir echt vorstellen könnte, dass es mir ein bisschen Motion Sickness gibt, aber naja, wir werden sie auf jeden Fall mal ausprobieren, weil vielleicht ist das ja doch der absolute Obershit. Das kann ja durchaus sein. Aber ja, das sehen wir dann, wenn wir da sind. Jetzt erstmal heute ist Driften das Letzte, was wir wollen mit dem Porsche Cayman. Und wie wir sehen, er schlägt sich ja auch gerade jetzt schon, obwohl wir wirklich noch nichts eingestellt haben. Sehr, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Also das gefällt mir. Ist auf jeden Fall sehr nice. Wie er sich hier gerade fährt. Aber ja, wie gesagt, ich möchte ihm trotzdem noch mal ein bisschen mehr Downforce geben und ein bisschen knackiger auf der Vorderachse haben. Weil wir sind jetzt einfach in einer anderen Kategorie. Wir sind jetzt am oberen Ende der S1-Klasse. Da ist der Maßstab ein bisschen höher gesetzt, sagen wir mal. Also da muss schon was passieren, definitiv. Wir fahren jetzt hier quasi ein GT4 RS. RS. Nee, gab schon mal was krasseres bei Porsche als einen RS für die Straße? Weil es gab auf jeden Fall vom GT2 den Clubsport, aber das ist ja, der hat ja keine Straßenzulassung. Also klar, Mantai gibt's, aber ich meine jetzt wirklich vom Porsche selbst. Was ist das denn? Ganz wild. Ich meine jetzt wirklich von Porsche selber, ob es da mal was krasseres gab, aber ich glaube nicht tatsächlich.
Zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber das heißt ja nichts in der Grundlage, ne? Nur weil ich mich nicht daran erinnern kann, heißt das nicht, dass das nicht passiert ist. So, Bremse natürlich einstellen, Differential, ja, das dachte ich mir jetzt auch schon. Ich weiß nicht, warum das in Forza immer so voreingestellt ist. Es ergibt keinen Sinn irgendwie. Diese Settings sind Quatsch, wenn du einen Performance-Wagen haben willst. Ja, komm, die Strecke ist ein bisschen technischer. Hat nicht so viele schnelle Kurven. Wobei, ich möchte jetzt eigentlich schon eher was fahren, wo ich schnelle Kurven habe, um das Tuning zu testen eben. Vielleicht was beides hat, schnelle Kurven und technisch. Ja, die Strecke hier. Ja, wobei, das sind auch nicht so viele schnelle, tatsächlich. Ja, komm, hier. Hier fahren wir rüber. Komm, auch ein bisschen über die Autobahn fahren. Mal ein bisschen die Topspeed vom GT4 RS testen. Ja, Topspeed natürlich das Letzte, was ein 911er mittlerweile haben muss. Ich glaube, das einzige Mal, dass Porsche wirklich aktiv den Topspeed-Rekord einholen wollte, war mit dem 959. Der ja ein bisschen Verwandtschaft hat mit dem 911er. Aber ja, am Ende ist es natürlich kein 911er. Muss man schließlich sagen. Genauso wie ich wieder käme. So, jetzt mal. Lassen Sie. Nice. Das war richtig driften. Lassen Sie den Wagen fliegen. Wir gehen mal in die First Person dafür auch. Der sieht echt nice aus, finde ich, von innen. Also, wenn du hier die Sitze nicht siehst, dann ist das ein sehr geiles Interieur. Ich glaube echt, in dem Wagen fühlst du dich wohl. Jetzt im Straßenverkehr nicht unbedingt vielleicht, weil ich glaube, dein Rücken wird dir nach ein paar Stunden Fahren nicht so danken. Aber gut, wenn wir ehrlich sind, wenn du einen Alltagswagen haben willst, dann kaufst du dir keinen Cayman GT4 RS für 155.000 Euro. Da kaufst du dir dann sowas wie ein 911 Carrera oder ein Turbo oder so. Wobei ich nicht weiß, ob der Made Turbo da preislich mit drin hängt in der gleichen Kategorie. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ja, auf jeden Fall gar kein, also definitiv kein GT4 RS. Das auf gar keinen Fall. Ja, 340. Haben wir hier fast erreicht. Oh, gut gehen. Guck mal, so ausbauen sieht ist das. So langweilig ist der Wagen, dass ich einfach hier schon am Gehen bin. Gemein. Ja, er sieht echt schön aus. Also gerade in diesem Silber hier. Ich bin ehrlich, das Gelb, glaube ich, was sie hier zur Verfügung hatten, ist somit die schlechteste Farbe für den Cayman. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich das Gelb sehr mit dem Cayman GT4 assoziiere. Und ich dann in meinem Kopf einfach ein bisschen mehr den Wagen abheben möchte vom normalen GT4. Das kann sein, aber ich finde auch einfach rein optisch sieht das nicht schön aus, tatsächlich. Wobei wir ja wissen, fair enough, dass die Gelbtöne hier in Forza allgemein selten wirklich schön rüberkommen in Horizon 5. Weil die Rot- und Blautöne einfach sehr viel krasser erscheinen auf jeden Fall. Was dann auch dafür sorgt, dass Forza Horizon 5 ja sehr viel farbenfroher aussieht als Forza Motorsport. Muss man schon ja sagen. Aber dafür hat Forza Motorsport schöne Gelbtöne. Das Halleluja ist Lockup. Das hat Horizon, wie gesagt, sehr, sehr, sehr selten. Also da musst du schon sehr ins Orange reingehen eigentlich. Damit du ein schönes Gelb hast. Ja, das fühlt sich sehr viel besser jetzt an hier auf jeden Fall. Aber definitiv, der GT4 RS vor uns hat die Forza Aero vor, das war die Sinn, die brauchen wir nicht, ja? Wir können das auch ohne. Ich fand es mal ein bisschen weird, dass wir zum. Also irgendwie gefühlt jedes Rennspiel kriegt ein Update zu 75 Jahren von Porsche. So sogar Need for Speed und Rocket League.
aber irgendwie so Forza nicht so. Das wäre, finde ich, echt ein Angebot gewesen, dass man zu den 75 Jahren von Porsche ein Update macht, GT3 RS reinholt, KM GT4 RS eben, Turbo, dann vielleicht noch ein paar historische Modelle. Also da wäre, finde ich, Potenzial da gewesen auf jeden Fall. Schade irgendwie und sehr weird, dass man es nicht gemacht hat, weil ich glaube echt so die Partnerschaft zwischen Porsche und Playground Games ist so die, die man am meisten merkt eigentlich. Also wir haben ja, wie gesagt, wenige Modelle nur im Spiel, wo wir nichts von haben. Klar, uns fehlt immer noch 964. Das wäre noch so ein Wagen gewesen, den ich mir gut hätte vorstellen können. Aber na gut, solange sie vereinzelt reinkommen, muss es da jetzt auch nicht unbedingt ein separates Update geben. Aber cool wäre es natürlich gewesen. Das definitiv. Aber wie gesagt, ich war vor kurzem in Rocket League drin, also gestern im Stream. Und selbst die haben halt einfach im Season Pass ein Porsche-Update gerade zum 75 Jahren. Das ist sehr wild, definitiv. Aber gut. Der Cayman GT4 RS hat mich auf jeden Fall mehr als überzeugt. Ein sehr, sehr geiles Fahrzeug. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr euch das DLC kaufen solltet, wie gesagt, 5 Euro für 4 Fahrzeuge ist ein fairer Preis, finde ich. Dass ihr euch diesen Wagen dann auch mal anschaut. Das ist dann aber mit dieser Ausgabe hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben aber sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!